C-A-L-L-M-E, baby. Gott, ich will einen Haul machen. Der wird auf zwei Teile aufgeteilt, weil ich habe ein paar Klamotten wieder gekauft und ich war sehr schlimm in letzter Zeit einkaufen. Weil ich das aber nicht alles im Kaufverhalten-Video zeigen will, habe ich mir gedacht, ich mache euch ein Video, weil ihr schaut eh so gerne Haul-Videos. Ich fange auch gleich mal an, weil es könnte ein bisschen länger werden. Ich habe mir ein paar Badezusätze gekauft von Dresdner Essenz und Aveo und so, weil die waren nämlich in Aktion. Also wenn ihr das Video sehen werdet, glaube ich, sind die nicht mehr in Aktion. Aber ich habe mir ein paar gekauft und ich zeige euch mal welche. Ich hoffe, ich habe jetzt alle erwischt. Also ich habe mir einmal nur ist eh gut gesagt, weil ich habe eh hier zu viele, diesen Abendruhe-Badezusatz gekauft. Den hatte ich nämlich noch nie. Dann, den gibt es, glaube ich, sogar neu, habe ich mir diesen hier gekauft. Ich hoffe, ich raschel nicht so viel. Der heißt Glücksgefühl, glaube ich. Ja, der sieht so aus. Den habe ich mir zweimal mitgenommen, weil der riecht wirklich gut. Der riecht extrem gut. Jetzt werde ich gleich mein Lipgloss da oben kleben. Der riecht nämlich wirklich gut. Dann, das habe ich dreimal. Das habe ich mir nämlich schon mal gekauft. Hätte ich gewusst, dass das so stark nach Rose riecht, hätte ich es mir nicht genommen. Aber es riecht wirklich stark nach Rose. Den habe ich jetzt insgesamt dreimal. Ich habe den mir nämlich schon mal gekauft. Und dann habe ich mir noch doch, weil ich mir dachte, dass mein Hund gerade unter das Bett Sparky. Dann habe ich mir noch die Beine gekauft, die kennt ihr. Die habe ich erst vor kurzem aufgebraucht. Die habe ich gesehen, dass die halt in Aktion sind. Und weil es die bei uns nur noch die zwei Stück gab im Müller, wo ich arbeite, habe ich mir gleich beide mitgenommen. Dann habe ich mir die zwei von Aveo mitgenommen, weil die auch in Aktion sind. Die hatte ich ja schon mal. Ich habe aber nicht mal gewusst, welcher da besser war. Deswegen habe ich mir beide wieder mitgenommen. So viel dazu. Und wenn er auch wieder rausgeht, habe ich mir den auch nochmal mitgenommen. Das ist von Tetisep, dieser Kuschelzeit-Badezusatz. Der war aber nicht in Aktion. Dann habe ich mir mitgenommen, zweimal gleich, weil das war um 1,50 reduziert. Und da haben die Formel verändert, deswegen wurde die alte Variante reduziert. Das ist das Duschpeeling von Terra Naturi, das wollte ich schon immer mal haben. Ich werde auch bald eines aufbrauchen, weil ich wissen will, wie das ist. Ich hoffe, das ist gut, weil jetzt habe ich ja zwei. Dann habe ich mir von den Ampullen die 7-Tage-Kur mitgenommen. Diesmal aber die Hyaluron, glaube ich. Na, die sind mit Hyaluron. Das sind die H2O Express Intense irgendwas Ampullen. Da. So sieht das Ganze aus. Ich habe es gerade verkehrt euch gezeigt, aber wurscht. Ja, bin ich schon gespannt, wie die sind. Werde ich auch bald verwenden. Dann habe ich mir diese Seife gekauft. Das ist diese Dentol. Die heißt ja angeblich in Deutschland Sacrotan, habe ich nur gehört. So sieht die aus. Die haben wir mal in der Arbeit als Schaumseife gehabt. Die war so gut. Die habe ich aber nicht gesehen, weil sonst hätte ich mit die stattdessen mitgenommen. Was ist mit meinen Haaren los? Aber die werde ich bald benutzen. Sorry, dass ich so verwirrt bin, aber irgendwas ist rennt irgendwie falsch. Dann habe ich mir Seifen nachgekauft. Eigentlich wollte ich ja warten, bis ich die anderen Seifen aufbrauche, aber ja. Ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich dachte nämlich, es sind viel mehr Aveo-Seifen limitiert, aber es ist eigentlich nur die hier limitiert. Das ist die Bali Lotus-Seife. Die haben wir auch schon mal in der Arbeit gehabt, also weiß ich, wie die riecht. Die riecht echt gut, die ist auch blau. Man kann das hoffentlich ein bisschen durchsehen. Die ist blau. Die finde ich riecht echt gut. Dann habe ich leer gemacht, wollte ich sagen. Dann habe ich mir noch gekauft die Vanille-Arganöl. Ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. Die riecht ja auch so gut. Die riecht wirklich, wirklich gut. Ich habe da nämlich schon aufgemacht, wie die riecht. Die ist aber, oh ja, die ist limitiert, habe ich doch richtig gesehen. Man sieht das nicht mehr so gut. Früher hat das so, war das so groß auf der Seite angeschrieben. Und jetzt sieht man das da nur so klein und irgendwie übersehe ich das immer. Aber die ist doch auch limitiert, habe ich doch recht gehabt. Und die ist auch limitiert. Boah, ich habe das nicht gesehen. Ich habe am Anfang gedacht, die sind nicht limitiert. Aber die sind doch limitiert. Irgendwie bin ich schadsorgert. Ich habe nämlich immer gerechnet, dass das da oben steht. Schade, dass die auch limitiert ist. Die riecht nämlich auch total gut und ich mag die Verpackung von dem so gern. Es fängt ja schon gut an.
Dann habe ich mir gekauft, endlich mal wieder, die Duschbodymilk von Nivea mit Honig. Die liebe ich ja. Ich glaube, das wisst ihr ja. Die habe ich schon so lange jetzt nicht mehr gehabt. Und ich habe mir gedacht, weil ich bald meine Backups alle aufgebraucht habe, kaufe ich mir die mal nach, damit ich einen Ersatz halt habe. Ja, dann geht's weiter. Ich habe da noch mehr einkauft, deswegen wollte ich unbedingt einen Haul machen. Ich habe mir noch zwei Badezusätze gekauft. Da war auch dieser eine Paris-Badezusatz dabei. Den habe ich aber schon im Bad. Die beiden habe ich mir noch gekauft, die sind auch limitiert. Und weil die so gut riechen, habe ich mir gedacht, nehme ich mir gleich beide mit. Ich weiß gar nicht, welcher da besser riecht. Bin gespannt, wie die sind. Mir ist aber aufgefallen, bei dem Rosanen, der ist schon ein bisschen kaputt, aber ja. Kann man verschmerzen, glaube ich. Dann habe ich hier eine Maske. Da habe ich schon eine verwendet fast, also die ist schon fast aufgebraucht. Das ist von Cadea Vera, die neue Schokomousse-Maske. Die riecht so gut und die ist aber richtig so dunkelbraun, wenn man die aufträgt. Also die ist echt, echt, echt gut. Die mag ich wirklich sehr gern. Ja, dann habe ich einen riesengroßen Essenz-Haul getätigt. Einen riesengroßen. Aber nicht nur Essenz, sondern ich habe mir auch meine Astor-Lip-Liner nachgekauft. Die kennt ihr ja eh, brauche ich ja nicht wirklich viel dazu sagen. Die habe ich mir wieder nachgekauft. Einen habe ich sogar schon in der Arbeit in Verwendung. Weil ich mir ja eigentlich meine Nägel selber machen wollte, habe ich mir diese Pinsel da dreimal gekauft, weil die nur noch um 99 Cent waren. Ja, das sind diese French eigentlich. Aber ja, ich dachte mir, ich nehme sie mal mit um 99 Cent. Ich glaube, das kennt ihr ja. Dann habe ich mir noch 4 Nagellack gekauft, da war ich sehr, sehr böse. Den habe ich oft oben gehabt jetzt vor kurzem. Ich glaube aber in keinem Video. Aber den habe ich sehr, sehr oft oben gehabt und die Farbe liebe ich. Die ist so schön. Ich finde es schade, dass es die dann nicht mehr gibt. Ich habe mir halt nur die Sachen gekauft, die halt rausgehen. Weil ich mir denke, dass ich das ab jetzt bei Essence immer so mache. Habe ich euch ja, glaube ich, in irgendeinem Video auch schon erzählt. Dann habe ich mir den lilanen noch genommen, den dunkellilanen. Den grünen, und den habe ich in den letzten Videos tragen, glaube ich. Der ist so schön. Ich finde den wirklich, wirklich schön. Ich finde diese Gel-Nail-Polish von Essence viel, viel besser als die alte Variante, die damals war. Und dann habe ich mir noch dieses Grau genommen. Das habe ich aber, glaube ich, noch nicht auftragen gehabt. Das war um 1 Euro reduziert. Ich glaube, das ist von John Frieda. Ich habe das leider runtergerissen, weil da war dieses Reduziert-Ding drauf. Das ist so ein Volumenbooster für den Ansatz und den will ich unbedingt probieren. Bin gespannt, wie der ist. Ich habe ihn bis jetzt noch immer nicht austestet. Ich war echt böse. Ich habe mir so viele Lipgloss gekauft. Eigentlich hätte ich das gar nicht machen dürfen. Ich habe mir zweimal den von Essence gekauft. Logischerweise. Das ist dieser Glamour to Go, den ich so mochte. Meiner ist ja komplett gekippt, den habe ich euch, glaube ich, in dem Ausmist-Video gezeigt vor kurzem. Deswegen habe ich mir noch 2 Backups gekauft. Dann habe ich noch 2 Lip-Liner mir gekauft. Die gingen schon länger bei Catrice aus dem Sortiment. Und ich habe mir gedacht, wenn die orange sind, nehme ich mir die mal mit, weil ich habe fast keine orangenen Lip-Liner mehr, außer den einen von Essence. Ich finde es halt doof, dass die zum Spitzen sind, aber egal. Dann habe ich noch diese 3 mir gekauft, weil die gehen ja auch leider raus, diese BB-Lipgloss. Und da bin ich so sauer deswegen auf Essence, weil die mag ich wirklich sehr, sehr gern. Und ich bin echt traurig darüber, dass die rausgehen. Die 3 Farben habe ich mir noch mitgenommen. Weil die anderen 2 Farben, dieses Rosa und das Nude, habe ich ja. Und die beiden habe ich mir noch mitgenommen. Ja. Dann habe ich mir 2-mal von Essence den Pinsel gekauft, den Blending Brush, den gab es aber nicht reduziert, sondern den habe ich mir so gekauft, weil ich keinen guten Blender mehr habe. Meine sind nur so zum Auftragen geeignet und nicht zum Verblenden, weil die schon so alt sind. Deswegen habe ich mir den 2-mal genommen. Dann habe ich noch eine Cadea Vera Maske und die sieht so aus. Die ist auch neu, auch limitiert. Das ist so eine Soft Peeling Maske. Ich bin echt gespannt, wie die ist. Dann, das habe ich mir beides 2-mal gekauft. Ist es einmal ein Mango-Fußschaum von Hildegard Brockmann. Jeder weiß, glaube ich, wie sehr ich Hildegard Brockmann mag. Und den habe ich einmal jetzt schon in Verwendung und der ist als Backup. Das habe ich auch 2-mal. Das ist eine riesengroße Fußbutter. Ich bin leider wieder so eincremefaul. Da sind 200 ml drin, auch von Hildegard Brockmann. Ich habe die mal in klein gehabt, wenn ihr euch erinnern könnt. Die habe ich mal zu Weihnachten von der Arbeit bekommen. Und deswegen habe ich mir die in groß gekauft. Die ist so geil. Ich liebe die. Die ist so, so gut. Weil es von Garnier neue Masken gibt, habe ich mir gleich alle mitgenommen.
Eigentlich hätte ich ja genug, aber die haben mich so angesprochen. Die kosten nur 99 Cent. Das hat mich total gewundert. Einmal habe ich mir diese Aquamaske genommen. Eigentlich habe ich mir eh alle genommen, die es gibt. Dann habe ich mir die Juicy genommen. Die finde ich auch super. Also die sind echt interessant. Dann die hier. Das ist diese mit dieser Vulcano-Maske heißt die. Dann habe ich mir noch die Honey genommen und auf die bin ich sehr, sehr gespannt, wie die ist. Und dann die Matcha irgendwas Maske. Da. Auf die bin ich auch sehr gespannt. Eigentlich auf alle. Dann war ich ganz böse. Es gab zurzeit eine Aktion bei den Düften. Und da gibt es einen Duft, den ich schon sehr, sehr lange haben wollte. Und es geht um den hier. Das ist CK2. Da hatte ich einmal ein kleines Duschgel und eine kleine Probe. Und habe euch ja schon mal erzählt, dass ich den unbedingt haben will. Und ja, eigentlich hätte ich ihn mir nicht kaufen dürfen. Aber ich habe jetzt schon wieder zwei Düfte leer. Ich bin brav. Also habe ich mir gedacht, okay, kaufst du dir den halt. Das ist sowieso nur die kleine Variante. Man kann das gar nicht so gut sehen. So sieht er aus. Das Coole ist auch, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass man das auch so hinstellen kann. Ich habe das voll nicht mitbekommen. Also man kann das auch so hinstellen. Dann hat man es, finde ich, auch leichter zum Benutzen. Den mag ich wirklich, wirklich sehr, sehr gern. Also wenn ihr den Duft noch nicht kennt, könnt ihr ja mal gerne dran schnuppern. Ich liebe den Duft. Ich weiß nur noch nicht, wann ich den jetzt benutzen werde. Das weiß ich natürlich nicht. Meine Schwester und ich waren auch in der SCS. Wir waren mit den zwei Kindern und mit dem Dominik natürlich unterwegs. Aber wir waren schon ewig nicht mehr in der SCS und dann haben wir sicher ausgemacht, dass wir das machen. Da kommt auch dann auf dem anderen Kanal wieder ein Video. Ich werde das jetzt sammeln und wieder zusammenschneiden. Aber da habe ich mitgefilmt und das war wirklich lustig, der Tag. Wir waren da schon lange, aber wir waren so spät dran, weil sonst hätten wir sich alles anschauen können. Aber ich zeige euch mal die Sachen, die ich mir gekauft habe. Weil ich mir ja endlich mal bald die Nägel selber machen will, ich kann nicht mehr reden, habe ich mir diesen Abzwicker da gekauft, den Gelb. Der war nämlich reduziert in diesen Juliana Nails. Deswegen habe ich mir gedacht, den nehme ich ihn gleich mit. Wir waren auch bei DM und bei Yves Rocher. Und ich habe aber noch vorher, das will ich euch unbedingt zeigen, weil das ist ein Duschgel, da reden viele drüber. Und meine Cousine hat mir das geschenkt, weil bevor wir in die SCS gefahren sind, haben wir sie noch besucht, weil ich ihr noch die Essenzsachen geben wollte. Und sie hatte auch was für mich und für meine Schwester, und zwar das Einhorn-Duschgel. So, bei uns ist es in Österreich blau und in Deutschland ist es rosa. Naja, muss man nicht verstehen, oder? Aber ich hab's. Ich hab's jetzt endlich. Es wurde ja auch mal Zeit, oder? Wir waren dann auch noch im Lush. Ich war da schon ewig nicht mehr drin. Man riecht die Badebombe richtig raus. Ich habe mir die Dragon's Egg genommen, weil das meine Lieblingsbadebombe ist. Ich liebe die. Ich weiß auch noch gar nicht, wann ich die aufbrauchen werde. Die ganz sanft reinlegen, weil die sehr, sehr teuer ist. Und früher hat mich das nicht so gestört, aber irgendwie stört mich das jetzt schon. Ich habe auch meiner Nichte und meiner Schwester, weil meine Nichte wollte unbedingt in den Lush rein. Meiner Schwester habe ich ein Lippenpeeling von Lush gekauft und für die Lynn habe ich eine Badebombe mit Blümchen gekauft. Weil sie eh so gerne auch Badebomben verwendet wie ich. Ja, das war mal Lush. Dann waren wir noch im Yves Rocher, das habe ich eh gesagt. Da habe ich meine Reinigungstücher gekauft. Ich glaube aber, ich habe da noch eine Packung. Yep. Hier. Dann habe ich mir mein Fußpeeling gekauft. Ich glaube, da habe ich aber auch ein zweites irgendwo. Boah, das ist von der Badebombe, der ganze Dreck da drin. Einmal. Ich glaube aber, ich habe es nochmal. Irgendwo müsste das nochmal rumfliegen. Ich habe Angst, dass mir alles... Oh, ich hab's. Nein, doch nicht. Ich glaube, ich habe mir das Fußpeeling aber nochmal gekauft. Aber das werdet ihr gleich sehen. Was ich mir noch gekauft habe, ist, weil da habe ich vor kurzem eh auch in einem Video, glaube ich, erwähnt, ist das hier. Eigentlich hätte ich es mir ja nicht kaufen sollen, weil ich ja noch so viel habe. Aber ich komme so selten zu... Yves Rocher. Ja, aber ich komme ja so selten zu Yves Rocher und deswegen habe ich die beiden mitgenommen. Das ist einmal das Hafer-Shampoo. Ich habe das urlange suchen müssen, weil ich das von der Verpackung her nicht erkannt habe. Weil das, wie ich das gekauft habe, hat das noch so ausgeschaut. Ja, und die Kur habe ich mir halt auch wieder genommen, diese Haarspitzen-Ding. Ja, musste sein. Dann habe ich jetzt endlich das zweite Fußpeeling gefunden. Das ist hier. Habe ich ihn auch gekauft. Und dann habe ich mir mit meinen Punkten was ausgesucht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich jetzt noch habe, aber das musste einfach sein. Ich habe mir den Duft in Kokos genommen. Ich weiß, eigentlich hätte ich es mir ja nicht kaufen sollen. Aber ich musste das haben. Ich wollte das für den Sommer wieder haben.
weil ich liebe Kokosduft. Ich liebe das. Und den mochte ich so, so gerne letztes Jahr. Und deswegen habe ich mir den nochmal genommen in groß. Ich werde den sicher nicht aufbrauchen, aber ich habe mir den nochmal genommen. Im Nachhinein denke ich, ich hätte die kleine nehmen sollen, aber egal. Noch bei Yves Rocher habe ich gesehen, dass meine Lippenstifte rausgehen, die ich so gerne mochte. Das sind diese mit der goldenen Verpackung. Von denen her habe ich auch einen Blogpost, den kann ich euch unten verlinken, weil das ist der 72 Rose Halle, den ich so gerne mochte. Der war um 3 Euro reduziert und die kosten ja eigentlich 6 Euro. Also habe ich mir den mitgenommen. Wollen wir mal nicht so sein, oder? Dann waren wir natürlich noch im DM, da mussten wir sich mega beeilen, weil die schon zugesperrt haben. Wir waren halt zu spät dort, leider. Ignoriert einfach mein Bad Hair Day. Ich fummel die ganze Zeit drin rum, weil meine Haare mich so nerven. Ich muss unbedingt wieder zum Friseur gehen. Wir waren im DM und da habe ich das hier gesehen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Da sind goldene Sterne drinnen. Das war leider das Letzte, weil ich musste das haben. Meine Schwester hätte das auch gern haben wollen, aber sie hat dann gesagt, okay, weil der Tobi wird das sicher nicht verwenden. Das ist nämlich ein Limited Edition galaktischer Duft Raumfahrerdusche. Eigentlich ist das ja für Kinder, ich weiß, aber ich fand das sowas von cool. Das ist ja mega cool. Ich freue mich schon auf das zum Benutzen. Ich habe gar nicht dran gerochen, fällt mir gerade auf. Riechen wir mal dran. Es riecht da nichts, ich muss das aufschrauben. Das hat einen angenehmen Duft. Das riecht echt gut. Ich war so happy, wie ich das gesehen habe. Ich musste das haben. Das ist sowas von süß gewesen. Ich muss das noch für Instagram fotografieren. Und dann habe ich mir noch ein Duschpeeling gekauft. Eigentlich habe ich ja genug wieder, weil ich mir ja 3 nachgekauft habe mit dem inklusive. Aber ich wollte das unbedingt haben, weil das ist ein neues. Ich weiß gar nicht, welches davor gegeben hat. Ich glaube, das mit den Minze, oder? Hat es noch gegeben. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Normalerweise mag ich ja keine blumigen Düfte, aber das finde ich riecht echt gut. Das ist mit Beeren und Magnolia und das riecht echt gut. Bin gespannt, wie das in der Dusche dann ist. Und natürlich, weil ich ja nicht so viele Seifen habe, habe ich uroft schon auf Instagram gesehen und musste die einfach haben. Jetzt habe ich gesehen, dass eine grüne Variante auch noch rauskommt oder eine türkise. Das ist die Balea Milde Seife mit Holunderblüten und Kirschduft. Ich habe nicht dran gerochen, ich habe sie einfach mitgenommen, weil ich die einfach haben wollte. Ja, bin sehr gespannt, wie die ist. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist so viel Zeug zusammengekommen, aber ich bin ja auch brav am Aufbrauchen. Hoffe ich zumindest. Ich habe auch schon 2 Parfums aufgebraucht, obwohl ich jetzt wieder 2 nachgekauft habe, aber egal. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt es mir ja mal schreiben, was ihr euch in den letzten Monaten so gekauft habt. Weil ich glaube, das wird jetzt eine lange Zeit kein Haul mehr geben, weil das war echt übertrieben. Ich hoffe es. Außerdem, nein, ich will noch zum Make-up, aber das ist eine andere Story. Naja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!